Hallöchen und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Plants vs. Zombies, asiatische Edition. Und ja, wir rocken das Game heute weiter. Mal gucken, Level 21 ist angesagt. Wir sehen schon grüne Kreise, das heißt, das ist ein Speziallevel. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nicht viel selber auswählen können. Vermutlich. Vielleicht aber auch doch. Dürfen wir selber auswählen, was wir an Pflanzen nehmen oder wird es uns wieder vorgegeben? Und... Es wird uns vorgegeben. Okay. Das heißt, theoretisch ist es vielleicht nicht so schwer. Okay, diese Pflanze zum Beispiel haben wir, glaube ich, ja noch gar nicht mal freigeschaltet. Das ist eigentlich von daher ziemlich cool, dass wir die hier jetzt kriegen. Pflanzen wir sie mal hier hin. Wo pflanzen wir die denn hin? Da? Ich weiß es nicht. Ich kann auch gar nicht abschätzen, was wir an Pflanzen bekommen. Das ist das Problem. Oh... Das ist immer so schwierig. Oh Gott, die kommen ja dann schon von überall hier mittlerweile durch. Ach du Ha. Oh je. Oh je. Oh je. Lalalala. Da kriegst du das zum Futtern. Kannst du haben. Und du kriegst das zum Futtern. Und das packt man da hin. Und das packt man da hin. Und. Oh, da fliegt einer. Oh, ich habe ihn gebremst. Sehr gut. Hier wird nicht geflogen. Hier herrscht absolutes Flugverbot. Und das noch dahin. Dann haben wir den Düngerino. Geht der da und bitte den nächsten Mal. Bitte. Das ist blöd, kann ich nicht machen. Oh! Oh! Oh. Nein, das wollte ich wollte da drauf, den Dünger. Oh Gott. Oh! Glück gehabt. Oh, habe ich da gerade Glück gehabt. Oh! Oh, mein Herz! Das war jetzt gerade sehr, sehr viel Glück. Oh, warte, 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 warte. Hat der eine Schockwelle? Ist das sein Ernst? Ich will auch eine Schockwelle haben. Ich will auch eine Schockwelle haben. Okay, wir müssen jetzt mal alle ein bisschen einfrieren. So, sehr gut. Ist ein Anfang. So. Ja. Der muss mal sterben hier. Bitte. Jetzt. Sonst haben wir ein Problem gleich. Der stirbt nicht. Wir fangen nochmal von neu an. Was ist das denn? Ah, der stirbt nicht. Oh Gott, und alleine ich... Boah, die Pflanzen hier zu verteilen, ist ja richtig Cancer. Du hast ja keinen Platz. Oh nein. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Wo packen wir das denn alles hin? Wir packen das einfach mal dahin. Wir packen die einfach mal dahin. So. Ja, super. Und die dahin. So. Die frieren wir ein. Dann haben wir Dünger. So, das eins in die Mitte. Kriegst du zum Fressen. Also da eins und da eins. Das ist der Plan. So, Düngerino. Dahin. Wenn ich jetzt noch ein solches kriegen würde, wäre das natürlich ziemlich cool. Come on, gib mir noch einen. Gib mir. Gib! Da, friss. Danke. Noch ein Dünger. Noch ein Düngerino. So. Oh, da ist er schon. Da ist er schon. Da ist er schon. Nein, er ist ein Gargantua. Er ist erwacht. Er ist erwacht. Da, 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 dam, dam, dam. So. Du kriegst gleich mal voll die Düngerladung ab hier. Oh. Wo ist er hin? Du kriegst gleich mal voll die Düngerladung ab hier. Miau. Ja, da haben wir nochmal ein Düngerino. Dann erstmal alle einfrieren. Oder was heißt einfrieren, aber verlangsamen. Und nochmal Düngerino. Das trifft den, glaube ich, gar nicht. Ist den getroffen? Oh, einfrieren! Hör auf zu ziehen! Das ist gemein! Oh, der ist down. Endlich. Hat ja auch überhaupt nicht lange gedauert, ne? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Dann
nehme den da jetzt ein, es hilft nicht. Ich muss hier irgendwas machen. Ich muss hier irgendwo Schaden herbringen. Oh, Mama. Okay, alle abkühlen. Jetzt kriege ich die. Willst du mich verarschen? Die muss dahin, damit wirklich alle gekühlt werden. Wir müssen alle unterkühlt werden. Allesamt. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist... Da können wir da einen Dünger draufpacken. Ja. Da. Oh Gott. Ich habe ein Problem. La 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 la. Wo ist er? Das ist so, ja natürlich auf der Lane, weil da ist ja auch... Oh Gott. Ich glaube, wir werden das Level wieder nicht schaffen. Ich glaube, wir haben ein Problem. Oh Gott. Ja, genau. Jetzt verlieren wir die Lane hier wieder. Oh. Oh, ihr habt Dünger. Das bringt mir nur da gerade nichts. Da frisst das. Nein, jetzt katapultiert er sich raus. No. Ich kann zwar alle einfrieren, aber... Das wird mir nichts mehr bringen. Ja. Yep. Oh Gott. Ist das deren Ernst? Alter, das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Oh, oh Gott. Haben wir eine Pflanze dafür? Nein, natürlich nicht. Wir haben, nee, das sind alles Pflanzen. Oh, die können wir aufstufen, aber das sind nicht die, die wir in den Level... Oh Gott. Ja? Nein? Scheibenkleister. Oh Gott. Okay. Jetzt wird's kritisch. Wie zur Hölle soll ich dieses Level schaffen? Okay. Okay. Dann nehmen wir das auf, kombinieren mit Dünger. Vielleicht funktioniert das. Moment, der kommt jetzt auf der Lane. Was? Muss mich doch verarschen. Gemeinheit. Okay. Wir müssen jetzt irgendwie das schaffen. Der wird da jetzt knabbern. Geil, nehme ich jetzt mal kurz in Kauf. Oh, noch ein Dünger. Das ist gut. Ernsthaft, jetzt bin ich plötzlich voll mit Dünger. Genau. Genau. Jetzt bin ich voll mit Dünger. Mhm. Genau. Jetzt, wo ich die ganze Zeit Probleme hatte, bin ich jetzt auf einmal zufälligerweise voll mit Dünger. Genau. Keine Ahnung, ich habe jetzt einfach nochmal irgendwas mit Dünger gemacht. So, alle einfrieren. Okay. Was? Weil der in der Luft war, hat das nicht gezählt? Och, Mano, du willst mich doch veräppeln. Mach den weg. Na toll. Kriegt er das nicht mehr ab. Da komm. Mach den langsamer. Vielleicht so. Okay, der ist down. Okay. Vielleicht da nochmal drauf. Dann nochmal, dass er was zum Draufhauen hat. Okay, jetzt geht's. Jetzt könnte es eventuell. Den da müssen wir wieder. Da müssen wir jetzt wieder drauf. Der muss wieder so schnell wie möglich verschwinden. Meine Nerven. Oh, überhaupt nicht anstrengend, das Level. Nee, nee, nee. Überhaupt nicht anstrengend. Nein, nein, nein. Alles gut. Okay, der ist down. Gut. Ich werde mal alle einfrieren. Jetzt kommt eine neue Welle. Oh. Okay, dann würde ich sagen, jetzt mal alle einfrieren. So. Das ist neuer Dünger. Oh.
Oh, der ist down. Gut, das war vielleicht... Die Kombination, glaube ich, war ganz cool, weil die macht relativ viel Schaden und ich schiebe die dann einfach dahin, wo wir sie ganz dringend brauchen. Hab ich das Level jetzt? Aber ich habe das Gefühl, das wird immer leichter. Je mehr öfter man failt, umso leichter wird es. So ein bisschen das Gefühl habe ich. Ich weiß es nicht. Nein, da hat was gesprengt. Oh. Hast du das gesehen? Da hat er das einfach gesprengt. So, und jetzt noch... Ah, da oben ist auch noch einer. Der muss auch noch weg. Ja, mach das kaputt. Wenn du meinst, dann mach kaputt. Wenn du meinst, dann mach das doch. Jo, die straust. Warte, jetzt wenn er wieder zurückkommt. Ah, warte, können wir die ja auch verwenden? Nee, können wir nicht. Dann werden wir den erstmal slowen. So, damit das langsamer ist. Das da rüberschieben. Jetzt verschwindet er wieder. Wo geht er hin? Wo gehst du hin? Das macht jetzt keinen Sinn. Oder so ähnlich. So, einfrieren. Zack. Oh, endlich. Ich dachte, ich müsste dieses Level nochmal machen. Ich hätte keine Lust gehabt, das nochmal zu machen. Ich mag dieses Level nicht. Dieses Level ist böse. Wie, ich kriege keine Belohnung. Hallo? Belohnung? Bitte? Oh, Gemeinheit. Okay. Level Nummer 22. Wir haben Fackel. Wir haben Ranzi-Dinger. Okay, gut. Welche Pflanzen wählen wir? Nach so einem Frostlevel würde ich ja am liebsten voll fies sein und würde jetzt einfach knallhart die Lenkdistel mitnehmen. Weil das war so richtig gemein. So richtig gemein. Aber das wäre dann zu einfach. Vielleicht das nächste Level. Einfach die Lenkdistel mitnehmen und sagen so, pfuh, YOLO, wenn du mich hier nervst, nerv ich zurück. Könnte man machen. Immerhin, ich habe schon 4 von 10 Puzzleteilen für die Doppelsonnenblume. Wow, 4 von 10. Yay. Weil das halt endlich mal wieder dieses Level freigeschaltet war. Für die mittlere. Also da du kannst ja da immer diesen Gargantua killen und dann vorher wählst du aus, für welches Puzzleteil du das machst. Und endlich war mal der mittlere Gargantua freigeschaltet. Der ist nämlich voll auf gar nicht freigeschaltet. Das ist voll gemein. Und dadurch konnte ich dann heute mal wieder, endlich, nach langer Zeit, konnte ich, genau, eine Sonnenblume freischalten. Fand ich super, endlich mal. Also ich konnte die Sonnenblume nicht freischalten, aber ich habe zumindest einen Teil mehr davon. Das ist gut. Ich glaube, wir brauchen mehr Sonne. Zack, so. Dahin. Er wirbelt sich durch. Oh no. Oh, ist gar nicht so weit gekommen. Das ist aber schade. Oh, das ist gut, dass es genau da gelandet ist. Das finde ich gut. So, das sieht doch bis jetzt ganz annehmbar aus. Vielleicht noch mal ein paar mehr Sonnen. Das wäre vielleicht ganz angenehm. Der da oben wird gleich weggehen. Ja, dann packen wir das da noch. Oh, da fliegt einer. Ich habe ihn gebremst. Hier wird nicht geflogen, hier herrscht absolute Flugverkehrszone. Hallo? Okay, jetzt noch dann. Oben sieht auch noch alle Tutti aus. Oh! Ja, werden Projektile zurückgeschleudert. So nach dem Motto in your face. Aber das bringt ihm alles nichts. Okay. Das sieht doch gut aus jetzt, oder? Ich glaube, wir haben... Naja, wobei, das ist erst die Hälfte des Levels. Aber ich glaube, das Gröbste dürfte man jetzt überstanden haben. Oh, der torkelt mit roten Augen, die man nicht mehr sieht, weil er eingefroren ist. Haha. Oh, Dünger. Machen wir vielleicht mal nochmal auf Sonnen? Oh komm, wir machen ganz viel auf Sonnen, weil ich brauche Münzen. Und Sonnen natürlich auch, aber wir brauchen Münzen. Deswegen versuchen wir unsere Düngereffekte auch... Oh, war ja so klar, auf die Sonnen zu packen. Damit wir die anderen Pflanzen dann zumindest irgendwann mal aufstufen können. Münzen haben wir definitiv viel zu wenig. Vielleicht sollte ich auch öfter wieder dieses Spezialdingens, Boss-Level-Dings machen. Ich wieder öfter an sowas rankomme. Oh, ich glaube,
Es könnte hier eventuell problematisch werden mit dem. Nee, okay. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Ja, schubst sie halt weg, meine Pflanzen. Sei doch noch ein bisschen gemeiner. Meine Güte. Das ist jetzt, ehrlich gesagt, grenzt das schon an Mobbing, meine lieben Zombies. Das grenzt an Mobbing, dass du mir die hier einfach wegschubst. Ich meine, was soll das denn? Mach das jetzt hier kaputt. Danke. Geht doch. So. Und wie schaut's aus? Glaubt dran? Glaubt dran? Glaubt dran? Und. Oh, oh. Oh, gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. War das schon der Rest? Nee, da kann man noch eine Welle holen. Hallo? Ja, das sollte nun wirklich nicht das Problem sein. An vorderster Front. Muhaha. Oh. Nehmen wir das doch mit. So, gib mir. Gib. Nein. Okay, dann halt nicht. 1500 Münzen von diesem Level. Das ist halt nichts, wenn ich denke, das ist halt so eine Aufwertung. Teilweise. Alleine die erste Stufe kostet 50.000. Oh. Die sind halt aber auch gemein. Mensch. Also, ich meinte das da. Da. Bei dem konnte man heute endlich schon mal wieder Sonnenblume machen. Oder was? War es der erste? Ich weiß es nicht mehr. Einer von beiden jedenfalls. Aber war das höchststufigste Level. Dementsprechend braucht man da schon ein bisschen Pflanzchen mit Wumms. Sonst wird es schwierig. Oh, jetzt haben wir wieder Ladebildschirm auf Rödeldings. Och, nö. Ah, danke. So. Da wollte ich nochmal reingucken. Was haben wir denn? Wir haben ja letztens noch freigeschaltet. Da, den da schalten wir als nächstes auf Stufe 2 frei. Okay, müssen wir den dann auch bezahlen? Ich habe keinen Bock, den dann zu bezahlen. Was gibt es hier eigentlich momentan noch? Weil da müsste ja mittlerweile wieder ein Update geben, oder? Ich weiß es gar nicht. War das nicht jedes Monat so? Ich weiß es gar nicht. Muss ich mich mal erkundigen. Ja. Das macht eigentlich ganz Spaß, das zu machen, aber... Also, weil man kriegt halt hier dann auch gerne mal 10.000 Münzen. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wollen wir? Ach komm, wir machen einfach schnell eine Runde. Und bevor jetzt da gleich gesagt wird, so, ja, aber Pflanze XY ist viel, viel besser, ist mir egal. Ich mach das jetzt mit Lenkdistel. Weil das ist meine stärkste Pflanze. Alle anderen Pflanzen sind schwächer. Dementsprechend mache ich das jetzt mit der Lenkdistel. Es soll ja schnell gehen. Und wenn ich es mit der nicht schaffe, hätte ich es mit den anderen Pflanzen auch nicht geschafft. Ich weiß nämlich zum Beispiel, die hier wäre ein Vorteil. Aber die ist noch auf Stufe 1. Dementsprechend wird die trotzdem weniger Schaden als die Lenkdistel hier machen. Deswegen Lenkdistel Power. So, jetzt brauchen wir aber... Ich würde sagen, ein paar Sonnen wären per se nicht schlecht. Brauchen wir fast. Sonst wird das problematisch. Oh, warte ganz kurz. Oh, ich habe es rechtzeitig geschafft, mich zu muten. Ja, ich weiß nicht. Ich würde nicht sagen, dass ich eine Allergie habe, aber irgendwie muss ich zurzeit immer niesen. Wie wenn ich krank wäre. Ich bin nicht krank. Keine Ahnung. Los geht's! Siehst du? Deswegen nehme ich die Lenkdistel. Guck dir das an. Der wird weggenatzt. Der hat gar keine Chance. Jetzt wisst ihr, warum ich die Lenkdistel genommen habe. Ei. Ja, die macht jetzt kaputt. Das macht er immer. Der letzte Sprung macht immer noch 2 kaputt. Ist normal. Ich glaube, der springt sogar ein Stück weiter vor, wenn du recht weit nach hinten gepflanzt hättest. 20 Sekunden. Okay, damit haben wir uns 5 Diamanten verdient. Einen hatten wir noch. Das heißt, wir können 3-mal spinnen. Ist gut. Vielleicht kriegen wir ja ein paar gute Münzen. Hä? Okay. Eine Runde Eispflanze, glaube ich, wäre per se nicht schlecht. Einfach um den zu slowen. Der wird ja auch ein bisschen geslowt dadurch. Das könnten wir versuchen. Okay. Und er macht das kaputt. Deswegen, ich rupfe die weg, damit ich die Sonne bekomme. Weil verloren hätte ich sie so oder so. Da rupfe ich sie lieber selber aus und kriege dafür die Sonne von dem. So.
Der nimmt so viel Schaden, dass ich gar nicht lange überlegen muss, was ich mache. Um ehrlich zu sein. Und die Zombies sind auch so schnell weg, dass ich da auch nicht lange überlegen muss. Ja, jetzt kommt ein Gargantua. Das ist vielleicht nicht ganz so cool, aber sonst ist das eigentlich völlig okay. Dürfte auch relativ schnell. Machen wir mal kurz da ein Ding mal drauf. Hey, lass mir die Pflanze da. Ja, dann zweiter Gargantua ist ja nicht so toll. Ja, aber das ist schon weg. Okay. Ich hätte gerne noch ein paar mehr Sonnen. So, der Gargantua ist dann auch endlich weg. Dann haben wir nochmal den Dünger. Oh, nochmal so ein. Sehr schön. Und. Komm. Kipp endlich um. Kipp um. Er will nicht umkippen. Der ist ganz schön zäh, der Hund. Oh, wir verlieren diese Pflanze. Und zack. Wie gesagt, wenn ich sie selber ausrupfe, dann kriege ich wenigstens die Sonne noch zurück. Zerstört werden würde ich sie ohnehin. Oh, guck mal, das war der Pflanzdüngereffekt. Das ist gut. Ab und zu, wenn ich die Pflanze, kriege ich nämlich automatisch den Düngereffekt. Nicht immer, aber oft. Ja, wobei, so oft ist es, oder? Naja, gut. Oh, oben knabbern sie sich aber jetzt schon hart durch, ne? Ich glaube, ich muss jetzt mal ein bisschen eingreifen hier. Ich will das schließlich noch schaffen. Come on! Jetzt wird es ein bisschen zäh hier. Okay, die Reihe ist wieder geklärt, aber er spawnt gerade so viel neu nach. Ich habe gerade keine Zeit, ihn an... Oh nein, jetzt habe ich keinen Dünger, um ihn abzubrechen. Oh. Aber dafür ist alles weggeräumt. Der Gargantua und alles weg. Oh, das war jetzt bitter. Ich hätte einen Dünger zumindest zum Abbrechen aufheben müssen. Das war jetzt dumm von mir. So, jetzt brauchen wir wieder Sonnen. Sonst wird es problematisch. Das habe ich jetzt ein bisschen versaut. Oh no, Julia hat's versaut. No, not versauen. Komm, der Gargantua muss dran glauben. Der Gargantua muss dran glauben. Oh, wir kriegen gerade viel zu schnelle Respawns. So, es hat gereicht, sodass er die noch hat übertrampelt, aber ja, unsere Pflanze nicht mehr übertrampelt hat. Okay, jetzt kommt noch eine Welle. Komm, mit viel. Oh, den noch schneller wegrupfen. Mit ganz viel Konzentration ist das jetzt machbar. Ja, die eine hat er noch übertrampelt, ist nicht schlimm. Vielleicht doch keine Eispflanze. Keine Ahnung, einfach Damage. Ganz viel Damage. Uiuiuiuiuiui. Okay. Wir schaffen das jetzt. Ah, die machen mir ein bisschen Sorgen, weil die halten relativ viel aus. Er braucht halt nicht mehr viel. Er braucht halt wirklich nicht mehr viel. Come on. Vielleicht da. Nein, da hat er das jetzt. Oh, da kommt. Oh, Dünger. Yes. Das wollte ich bezwecken. So, okay. Ja. Brauchen wir noch eine Sonne? Ich weiß es nicht. Ob wir wirklich eine ganze Reihe Sonnen brauchen. Aber schlecht, glaube ich, ist es per se nicht. So. Komm, spawn nichts Neues, damit ich richtig schön Schaden... Oh, damit ich Schaden auf die Mann kann, auf was Neues zu spawnen. Ich habe gesagt, du sollst nichts spawnen. Gemeinheit. Lass uns das nutzen. Das ist gut. Der S ist down. Muss nochmal ein Dünger. So, nochmal. Oh. Und aufhören. Okay. Hat er die noch übertrampelt? Ja, hat er noch. Gut. Den Rest hat der Dünger wahrscheinlich gemacht. Okay. Jetzt komm, mach den kaputt. Nächste Runde schaffen wir nicht mehr. Nächste Runde werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Wir können aber in Vorbereitung auf die nächste Runde
theoretisch versuchen, noch ein paar Sonnenblumen zu pflanzen. Oh, okay, wir haben ihn. Okay, hier noch eine Sonnenblume, dass wir eine ganze, dass wir 5 Sonnenblumen auf dem Feld haben. Und mal gucken, ob wir die nächste Runde noch schaffen. Ich glaub's nicht. Wenn die Runde schon so hart war. Aber ich habe das Boss, ja, ich weiß nicht, dieses Boss-Level, keine Ahnung, aber ich habe Boss-Level eigentlich schon mal geschafft. Ich habe das schon mal geschafft, da einmal komplett durch. Deswegen so, meh, warum? Wo ist jetzt das Problem? Okay. Gut. Komm. Eine Runde haben wir noch. Come on. Hallo? Hallo, Drache? Oh, oh. Hi. Da, du? Soll ich vielleicht doch mit Eis anrücken? Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Mach mir ein bisschen Sorgen, ob wir das Level hier so einfach schaffen. Was war das für ein Getrampel jetzt? Okay. Was trampelt da? Was hat da getrampelt? Oh nee, keine Zauberer. Nein, keine Zauberer. Okay. Zumindest nichts in ein Schaf verwandelt, ist gut. Ah, ja, macht mir halt meine Pflanzen wieder kaputt. Ich kann meine Sonnenblumen überleben und ich ein paar Sonnenblumen behalte, weil ich brauche ein paar Sonnenblumen, sonst habe ich ein Problem. Okay, der Düngereffekt davon hat mir auf alle Fälle guten Dienst geleistet, das muss man ihm lassen. Und jetzt komm, mach mal ein bisschen Schaden auf den Boss. Hör du mal auf, die ganze Zeit zu spawnen. Ich kann ja gar keinen Schaden auf dich machen. Das ist halt der einzige Nachteil jetzt an der Lenkdistel. Weil solange andere Viecher auf dem Feld ist, dann wird der Boss nicht angegriffen. Aber dafür anschließend volle Lotte auf dem Boss, ne? Ja, komm, erste Phase haben wir gleich. Komm. Schneller. Ja. Sieht's eigentlich hier in dem Level mit Dünger aus? Kriegen wir da viele im letzten? Kann's nicht abschätzen. Oh, Schaden. Ja, sieht gut aus. Die Pflanze ist natürlich schon wieder weg. Oh, Düngereffekt, sehr gut. Ja. Ja, dauert noch ein bisschen, bis wir in die erste Phase gekloppt haben. Jetzt, oder? Komm, volle Pulle drauf da. Noch ein bisschen mehr, noch ein Stückchen. Komm. Oh, wieder nicht geschafft. Ah, die sind ein bisschen schwach auf der Brust hier. Könnt ihr mir aufhören, meine Pflanzen wegzuknabbern? Finde ich nicht gut, was sie da machen. Okay, die erste Phase, aber gerade im Moment jede Menge Pflanzen verloren. Heißt, brav wieder mit Dünger kommen. Da, Dünger. Was? Da habe ich nicht aufgepasst. Jetzt können wir es eigentlich schon vergessen. Eigentlich können wir es jetzt schon vergessen. Das wird nichts mehr. Gehen wir gleich auf? Ich würde sagen, wir geben gleich auf. Das wird nichts mehr. Oh, den können wir gar nicht kaputt machen. Das heißt, hier hätte ich zum Beispiel die Laserbohle pflanzen müssen, um den kaputt zu machen, aber da schleudert er jetzt die ganzen Lenkdistel-Dinger. Okay, wir hätten es gar nicht schaffen können. Oh, wie gemein, da ist ja der dabei. Okay. Egal, wir haben jede Menge Drehdings-Dinger-Juwelen. Das heißt, wir gucken mal, vielleicht kriegen wir ein paar Münzen. Die 10.000 Münzen wären mir tatsächlich lieber als die 1.000 Diamanten. Oh, predicted. Nice, sehr gut. Das Ganze hätte ich gerne nochmal. Einfach die ganze Zeit 10.000. Wie wär's? Komm. Wie wär's mit einem Schnuckelchen? Nochmal 10.000. Ne, es sind keine 10.000. Das sind irgendwie 10 von diesen Dingern da, die ich irgendwie nicht verwende. Muss ich vielleicht demnächst auch nochmal gucken, dass ich da weiterschaue, welche ich nutzen kann. Mein. Oh, nice. 10.000 Dias sind schon cool. Aber. 1.000 Dias, Entschuldigung.
Aber 10.000 Münzen sind wir aktuell lieber. Komm, das ist das letzte Mal. Okay, alles klar. Wir haben auf alle Fälle ein paar Münzen dazugekriegt. Jetzt haben wir 68.000. Das heißt, rein theoretisch könnten wir jetzt eine der Pflanzen hier aufstufen. Eine der vier Pflanzen. Aber da warte ich. Ich werde die aufstufen, sobald ich sie mal in einem Level habe, wo ich sie benutzen muss. Ja, ich denke, dafür wäre es fast besser, die aufzuheben, die Münzen. Und dann wirklich nur nach Bedarf aufzustufen. Okay, ihr Lieben, ich verabschiede mich an der Stelle, aber sagt Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Und bis zum nächsten Mal.